Hallo zusammen. Willkommen zu unserer Live-Session. Ich sehe schon, dass hier ein paar Leute eintrudeln. Das ist sehr, sehr cool. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen. Ich stelle mich ganz kurz vor. Ich bin Jenny von Halo. Ich bin im Bereich Marketing und Events und werde euch heute so ein bisschen als Moderatorin durch diese Session führen und freue mich sehr, sehr doll, dass Lisa und Jörg mit dabei sind. Willkommen schon mal an euch an der Stelle. Und ganz kurz, bevor wir gleich direkt starten, um die 45 Minuten gut zu nutzen, das hier ist eine Webinarserie. Heißt, wir machen hier heute so einen kleinen Auftakt in so ein Sommerloch, was wir gerne füllen möchten mit ganz, ganz viel coolem Content und starten heute mit, ja, wenn interne und externe Kommunikation eins werden. Wir wollen euch ein bisschen in die Welt der Employee Advocacy einführen. Und machen aber im August und im September direkt weiter. Sprich, im August sprechen wir darüber, wie man engaging Content erstellt, sowohl intern als auch extern. Und im September sprechen wir darüber, warum ihr Social Intranet Projekte nicht verschieben solltet. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Das ist unser Fahrplan für den Sommer. Und umso mehr freue ich mich jetzt auf die nächsten 45 Minuten. Übergebe das Wort direkt an euch, Jörg und Lisa. Und ganz, ganz viel Spaß. Kurz nochmal ganz zur Erklärung. Ihr könnt unten jederzeit in den Chat schreiben. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen im Fragenbereich. Die beantworten die beiden euch dann sehr gerne. Und ja, das war's von mir. Viel Spaß. Perfekt, danke Jenny. Ich würde dann einmal ganz kurz übernehmen und unsere Präsentation schon mal starten. Genau, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir sind hier heute quasi zusammengekommen, weil wir uns mit dem Thema interne und externe Kommunikation beschäftigen wollen. Das Ganze zusammengefasst unter dem Begriff Employee Advocacy. Das heißt, wir wollen uns einmal angucken, wie interne Kommunikation überhaupt zu externer Kommunikation werden kann und was dann entsprechend auch alles dazugehört. Mit wem sprecht ihr heute? Mein Name ist Lisa, ich bin Product Marketing Managerin bei Halo, seit inzwischen 3,5 Jahren dabei und virtuell neben mir sozusagen sitzt mein Kollege Jörg. Jörg ist Solution Consultant und führt entsprechend die Employee Advocacy Projekte auch direkt beim Kunden ein und kann damit sich halt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich würde dann direkt einmal reinstarten wollen mit der Frage, was ist eigentlich Employee Advocacy? Dafür würde ich ganz gerne euch eine Frage stellen, nämlich ob ihr wisst, was hinter Employee Advocacy überhaupt steckt. Dafür bräuchte ich dich jetzt einmal, Jenny, genau. So, ich warte noch mal ein bisschen, bis alle abgestimmt haben. Ja, total cool. Also ich bin mir gerade unsicher, ob ihr die Ergebnisse auch sehen könnt, um ehrlich zu sein. 11% haben bisher mit Ja, ich bin Profi abgestimmt. 33% sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es hier geht. Und 58% haben den Begriff Employee Advocacy schon mal gehört. Und das ist tatsächlich auch eine super Ausgangslage. Also wir würden euch nämlich gerne einmal ja, am Anfang ein bisschen theoretisch auch in das ganze Thema einführen, gucken uns aber am Ende natürlich auch an, was Employee Advocacy alles kann und wie ihr Employee Advocacy bei euch im Unternehmen auch nutzen könnt. Ich würde einmal anfangen mit einer ganz klassischen Begriffsdefinition für den Begriff Advocacy. Und zwar bedeutet Advocacy im Deutschen ganz einfach Befürwortung. Und ist definiert als jede Handlung, die eine Sache befürwortet, empfiehlt, vertritt, unterstützt oder verteidigt. Wenn wir uns das Ganze also in dem Bereich Employee Advocacy anschauen, dann ist es im Endeffekt nichts weiteres, als dass eure eigenen Mitarbeitenden für euer Unternehmen eintreten. Wie das Ganze passieren kann, im Detail, das würde Jörg euch später nochmal erklären. Ich würde jetzt einmal ganz kurz darauf eingehen, wofür das Ganze denn überhaupt gut sein kann. Das hat nämlich auf jeden Fall oder vor allem neben anderen drei große Vorteile. Das eine ist die Reichweite. Das heißt, dass ihr mit Beiträgen, die von euren eigenen Teams, von euren eigenen MitarbeiterInnen geteilt werden, bis zu 561% mehr Reichweite generieren könnt, als mit Beiträgen des eigenen Social Media Profils von eurem Unternehmen.
Ich habe hier die ganze Zeit die Chat-Nachrichten. Jenny, kann ich das irgendwie ausstellen? Ja, sorry. So, ich kriege jetzt nicht mehr die ganze Zeit hier was ins Ohr, wenn ihr euch unterhaltet. Dann ist ein ganz, ganz besonderer Faktor natürlich auch die Authentizität, so rum. 92% der LeserInnen vertrauen nämlich den Empfehlungen von Bekannten aus dem eigenen Netzwerk, also von euren Mitarbeitenden dann im Zweifel mehr als die News- und Unternehmensnachrichten. Und das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, wir kennen das ja alle selber auch aus dem privaten Umfeld. Wenn uns Kollegen, Bekannte oder Freunde sogar etwas empfehlen, dann vertrauen wir darauf in der Regel natürlich mehr als auf offizielle Werbung von Unternehmen, die ihre eigenen Produkte verkaufen wollen oder ähnliches. Der nächste Punkt ist Conversion. Das heißt, die Leads, die ich über die geteilten Inhalte von meinen Mitarbeitenden generieren kann, die haben eine siebenmal höhere Wahrscheinlichkeit, um dann wirklich auch zu Kundinnen zu werden. Das heißt, ich habe hier auch eine ganz andere Qualität an Sales Leads, als wenn ich ganz klassisch Lead Conversion im Marketingbereich mache. Das liegt natürlich auch wieder daran, dass ich in der Regel über die Netzwerke meiner Mitarbeitenden Personen erreiche, die, wenn sie sich mit dem ganzen Thema dann beschäftigen, auch wirklich ein ernsthaftes Interesse daran haben. Genau, wenn wir das jetzt einmal zusammenfassen, Employee Advocacy, da geht es einfach darum, dass ihr euren eigenen Mitarbeitenden befähigt, genehmigte Inhalte, also die vorher natürlich auch freigegeben werden entsprechend, in ihren sozialen Netzwerken zu teilen. Aber nicht nur das, also es kann nicht nur von euren eigenen Mitarbeitenden geteilt werden, sondern eure eigenen Mitarbeitenden können auch selber Inhalte erstellen oder bereitstellen, von denen sie glauben, dass sie entsprechend in den sozialen Netzwerken einen Mehrwert bieten. Also hier reden wir nicht nur von Top-Down-Content, der dann entsprechend in den sozialen Netzwerken geteilt werden kann, sondern eben auch davon, dass meine Mitarbeitenden entsprechend selber auch Content generieren können, der dann entsprechend von anderen Mitarbeitenden geteilt wird auf Social Media. Es können zum Beispiel auch Branchen-News sein, oder Studien, die ich gefunden habe, etc. Dann habe ich jetzt noch mal eine Frage an euch. Wird Employee Advocacy in eurem Unternehmen bereits strategisch eingesetzt? Da warte ich noch ganz kurz, bis sich nichts mehr bewegt. Na, wir haben es ja 52%, die sagen bisher nicht. 19%, die sagen nein, aber ist geplant. Und 32% haben bereits ein Employee Advocacy Programm im Unternehmen etabliert. Was jetzt natürlich besonders interessant wäre, von euch allen zu erfahren, wofür ihr das Ganze denn einsetzt oder wofür ihr glaubt, es in Zukunft einsetzen zu können. Also wofür würde oder wird Employee Advocacy bei euch im Unternehmen am ehesten eingesetzt? Das ist super interessant, nämlich keiner sagt, dass es für Sales einsetzt. Vielleicht solltet ihr da entsprechend mal mit euren Sales-Abteilungen in den Austausch treten. Denn gerade wenn ihr so ein Programm schon habt, kann das auf jeden Fall mit relativ wenig Aufwand dann an der Stelle auch im Sales eingesetzt werden für entsprechende Lead-Generierung oder auch Thought Leadership. Kommen wir aber später auch nochmal drauf zu sprechen. Genau, 43% sagen für Marketing vor allem, ist auch der klassische Use Case bisher, wenn es um Employee Advocacy geht. 41% sagen Employer Branding und Recruiting, 14% Sonstiges. Da wäre super interessant, wenn ihr das mal vielleicht in den Chat schreiben könntet, was ihr mit Sonstiges meint, beziehungsweise was dahinter steckt, also wofür ihr Employee Advocacy bei euch im Unternehmen einsetzt. Sind tatsächlich auch die klassischen Use Cases, die wir bei unseren Kunden sehen. Also vor allem im Bereich Marketing und HR, Sales,
ist jetzt langsam so am Aufsteigen, aber wird auch immer mehr eingesetzt. Und das Sonstige, das würde mich dann tatsächlich doch mal sehr interessieren. Genau, wenn ihr Fragen habt, dann wäre das für uns auf jeden Fall super hilfreich, wenn ihr die auch in den Reiter Fragen stellt und nicht im Chat, weil da gehen die dann relativ schnell unter. Und als nächstes möchte ich dann aber einen Jörg abgeben, der euch erzählt, was es überhaupt für Employee Advocacy braucht und wie wir damit anfangen. Ganz genau. Hi auch von meiner Seite. Bevor wir darauf eingehen, Isabel, wir haben deine Frage im Chat gesehen, beziehungsweise unsere Jenny hatte auch übergeben. Ich würde da gleich mal noch vielleicht kurz drauf eingehen, bevor wir weitermachen, weil das hierzu ganz gut passt. Isabel hat gefragt, was der Unterschied zwischen Social Selling und Employee Advocacy ist. Und das ist eine relativ einfache Antwort. Oder ob es da überhaupt einen Unterschied gibt, hat sie relativ konkret gefragt. Grundsätzlich, Advocacy, und so haben wir das ja auch gerade so ein bisschen hergeleitet, ist von mir ist das Dachthema. Ne? Zum Thema, ich teile etwas, ich trete für etwas ein, ich verteidige etwas, wie auch immer. Wenn wir das rein der Definition hernehmen, dann ist das unser Dachthema sozusagen, während Social Selling eines von sozusagen von mehreren Spartenthemen ist. Wir haben jetzt gerade ja schon gesehen, Sales sind tatsächlich die wenigsten im Advocacy unterwegs, gar keiner im Zweifel, wenn wir auf die Umfrage gucken. Genau dort wäre aber natürlich Social Selling angeordnet. Ne? Wenn wir also nicht darüber reden, dass meine Mitarbeiter beispielsweise eine starke Arbeitgebermarke, eine Brand, ein neues Auftreten oder so wie wir bei Halo letztens, ne? Wir haben gemerged, wir sind also irgendwie komplett neue Company, dann sind das alles eher Marketingfelder. Während wenn ich sage, ich nutze das Ganze ganz konkret, um Kunden, Interessenten, Neukunden und anzugehen, dann bin ich im Social Selling Charakter, dann bin ich also in einem Sales Charakter. Und genau das verstehen wir unter Social Selling. Social Selling hat halt tatsächlich die Eigenart zu sagen, ich als Person, nicht die Company verkauft, sondern ich als Person verkaufe, tatsächlich im Namen einer Company. Und da hängt natürlich ein bisschen was dran, ne? Da hängt dran, das für Social Selling muss ich natürlich in irgendeiner Art und Weise sichtbar sein. Ich muss in den gängigen Social Medien oder in den Social Kanälen sichtbar sein. Ich brauche irgendwie auf LinkedIn eine gewisse Repräsentanz, weil ich als Person ja dann für bestimmte Produkte oder für bestimmte Dienstleistungen oder wie auch immer da bin und ich als Person tatsächlich verkaufe und das innerhalb meines Netzwerkes. Das steckt also dort drin. Lange Rede, kurzer Sinn, Social Selling ist also ein Teilbereich. Das ist was anderes als HR, wo man das Ziel hat, maßgeblich, keine Ahnung, neue Mitarbeiter zu rekrutieren und dort einen sehr, sehr engen Use Case mit Stellenausschreibungen, mit Begeisterung dafür, jemand anders dazu zu bewegen, bei uns im Team mitzuarbeiten, ist Social Selling quasi die verkäuferische Einheit oder Disziplin dieses ganzen Themas. Gehört beides aber natürlich zwangsläufig zu dem großen Thema Advocacy. Sind unterschiedliche Use Cases. Ja. Gut. Lisa, hast du was gesagt? Nee. Ja, ich glaube, dazu würde die Frage von Uta auch ganz gut passen, nämlich, dass sie kein Unternehmen sind, was verkauft, sondern ein Fachgeschäft. Aber natürlich sollen die Nachrichten etc. verkauft werden und für die eigenen Anliegen geworben werden. Unter was fällt das? Das ist ja ein sehr naheliegender Bereich zu Social Selling, nämlich den Bereich Thought Leadership. Magst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen? Streng genommen fällt es natürlich ein Stück weit dort mit drunter. Wenn wir sagen, wir haben nicht zwingend Produkte oder Dienstleistungen, wir stehen für etwas thematisch und das machen ja Fachgesellschaften. Ne? Die stehen in der Regel für bestimmte Topics ein, für bestimmte Themen, sind Ansprechpartner für bestimmte Sachen. Dann könnten wir jetzt natürlich sagen, das eine ist natürlich das typische Brand-Thema, ne, zu sagen, ich als eine Fachgesellschaft, ich muss natürlich dafür sorgen, dass man mich wahrnimmt für genau dieses Thema, für was ich einstehe. Da könnte man also sagen, das ist Markenbildung. Auf der anderen Seite, wenn ich als Fachgesellschaft angesprochen werden möchte für Themen, für die ich nun mal stehe, dann ist das ein Stück weit natürlich auch ein Sales-Thema. Ne? Dann sind das natürlich meine Leute, die man dafür oder meine Gesellschaft, die man dafür ansprechen möchte. Würde ich also sagen, ist irgendwie so ein gewisses Mischthema. Und um das aber auch einfach nicht zu verkomplizieren, würde ich sagen, das ist auch gar nicht schlimm, dass das ein Mischthema ist, weil unterm Strich bleibt genau dasselbe Ziel ja da. Ne?
Ich möchte als eine Gesellschaft dafür gesehen werden, dass ich für bestimmte Themen stehe, dass ich bestimmte Aktionen durchführe, mit wem auch immer, dass ich einen gewissen Impact habe, dass ich tatsächlich Sachen bewirke für die Themen, für die ich nun mal da bin. Und demnach ist es natürlich immer so ein Stück weit auch eine Sales-Frage oder eine Selling-Frage. Und im Übrigen ist Advocacy das ein Stück weit immer, würde ich sogar behaupten wollen, weil es geht ja genau darum. Ne? Es geht darum, für etwas einzustehen. Es geht darum, etwas zu kommunizieren, was ich selber mag. Es geht darum, etwas zu verteidigen oder etwas auch darzustellen. Und das hat immer natürlich auch immer so ein gewisses Thema von Selling oder von mindestens Wahrnehmung. Und deshalb würde ich das gar nicht so jetzt super strikt trennen. Auch wenn man streng genommen richtig ins Detail reinguckt, ist es wahrscheinlich eine Mischung aus mehreren Themen, die wir hier unter Advocacy verorten könnten. Ich hoffe, dass das gibt zumindest vielleicht erstmal den ersten. Ansonsten hack gern nochmal nach. Wir kommen auch gern nochmal auf die Frage zurück, wenn du da nochmal spezifischer oder detaillierter darauf eingehen möchtest. Ansonsten würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal ein Stück weiter. Wir haben uns nämlich mal überlegt, was wir eigentlich brauchen für Advocacy. Der zweite Block, nachdem wir jetzt so ein bisschen geklärt haben, okay, woher kommen wir eigentlich? Was ist Advocacy? Was verstehen wir darunter? Haben wir jetzt mal überlegt, und der Titel unserer heutigen Veranstaltung lautet ja auch, ne, interne Kommunikation verheiratet mit externer Kommunikation. Wir haben uns also mal überlegt, was ist es eigentlich, was wir brauchen, um unsere Mitarbeiter im Zweifel dazu zu bewegen, ne, um dieses Thema zu befüllen. Weil ich glaube, in dem, was Lisa uns schon erklärt hat, hat man ja schon gemerkt, es braucht eine gewisse Motivation natürlich. Wir müssen, das eine ist ja, sich zu überlegen, warum man das strategisch einsetzen möchte als Company. Auf der anderen Seite hat es ja nun mal mit den Einzelindividuen meines Unternehmens zu tun, nämlich mit jedem einzelnen Mitarbeitenden, über den wir hier gerade reden. Es ist also ein Thema, was man relativ schlecht in irgendeiner Art und Weise vorschreiben kann. Ne? Man kann der Marketingabteilung super einfach sagen, kommuniziert mal das. Und macht mal für unsere Marke das, für neue Leads brauchen wir auch noch irgendwie was. Da gibt es relativ klare Aufträge. Bei dem Thema Advocacy ist das anders. Das Thema Advocacy ist ein sehr, sehr individuelles und hier geht es um Motivation. Und genau an der Stelle würden wir gerne mal den Schulterschluss zwischen interner und externer Kommunikation herstellen wollen. Die Motivation eines jeden Mitarbeitenden, die muss nämlich aus irgendwas herrühren. Und dafür haben wir uns mal so einen Mini-Blick in die Evolution von interner Kommunikation gewagt. Ich glaube, das ist ein Bild, was jeder kennt. Wir haben das mal versucht zu übersetzen in so ein paar Schritte, die interne Kommunikation tatsächlich bedeutet und die wir als eine Grundlage sehen für all das, was man letztendlich machen kann. Ich glaube, es ist allen, die jetzt hier gerade im Call sind, in irgendeiner Art und Weise im Begriff, dass natürlich irgendwie so ein Grundthema lautet, wir müssen alle Mitarbeitenden erreichen. Das ist, glaube ich, mittlerweile absoluter Konsens und mittlerweile ist das auch so das Thema, wo wir auch als ein Softwareanbieter letztendlich schon gar nicht mehr so den riesen ersten Wert drauf legen, weil das mittlerweile was ist, was technisch oftmals schon super gut realisiert ist, wo wir sagen, das ist so ein Thema, da, ich will jetzt nicht sagen, das ist schon langsam ein No-Brainer, aber letztendlich geht es genau darum, ne? Der Grundgedanke von interner Kommunikation lautet natürlich, ich muss alle erreichen, ich muss an all meine Mitarbeiter und Mitarbeitenden rantreten können und die müssen in irgendeiner Art und Weise mitkriegen, was interne Kommunikation macht. Der zweite Punkt, und da sind wir schon ein Stückchen weiter, das ist dann schon ein Thema, wo wir sagen müssen, alle Mitarbeiter und Mitarbeitenden auch wirklich zu beteiligen. Das ist schon nicht mehr nur eine technische Hürde oder das ist nicht nur ein technisches Thema, sondern hier geht es natürlich sehr, sehr direkt darum zu sagen, wie schaffe ich es, dass jeder meiner Mitarbeiter und Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen tatsächlich ein Teil dieser internen Kommunikation ist. Also weg von Top-Down-Kommunikation hin zu sehr horizontaler Kommunikation, Bottom-Up-Kommunikation, die Beteiligung. Jeder darf, jeder kann. Und das meine ich nicht nur technisch, sondern hier geht es darum, dass jeder Mitarbeiter ja seine Story zu erzählen hat, dass jeder Mitarbeitende
im Zweifel seine Meinung zu Sachen kundtun möchte. Hier geht es aber auch darum, dass jeder Mitarbeitende im Zweifel vielleicht sogar für ein eigenes Thema sich platzieren wird. Mitarbeiter zu engagieren, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an dem Thema interne Kommunikation zu beteiligen, bedeutet letztendlich als Ergebnis engagierte Mitarbeiter zu haben. Hier sind wir schon das erste Mal wieder in so einem Bereich, wo wir sagen müssen, das obliegt natürlich letztendlich jedem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin selbst, ob er sie das möchte und ob er sie tatsächlich bereit dafür ist, seine Meinung oder sein Thema zu platzieren. Aber grundsätzlich ist das im Zweifel der nächste Ausbauschritt in der Historie der internen Kommunikation. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich eine aktive Steuerung dieses ganzen Themas. Und hier kommen wir jetzt so langsam in Regionen, wo wir sagen müssen, wir haben jetzt es geschafft, jeden Mitarbeitenden zu erreichen. Wir haben es geschafft, dass die Mitarbeitenden sich an der internen Kommunikation beteiligen. Und jetzt reden wir darüber, natürlich zu wissen und aktiv zu verbessern. Und das geht in unseren Augen tatsächlich nur, indem man sich diesem Thema sehr, sehr aktiv nähert, im Sinne von immer das Auge und immer das Ohr an den Mitarbeitenden dran zu haben. Hier geht es darum, natürlich sehr, sehr bewusst auszuwerten, was sind Themen, die gerade in meinem Unternehmen aktiv sind. Hier geht es sehr bewusst darum, natürlich den immer so schön umworbenen Flurfunk im Zweifel nicht nur mitzukriegen, sondern ihn tatsächlich zu benutzen. Hier geht es sehr, sehr bewusst darum, genau zu wissen, was die Themen gerade sind. Sei es in vielleicht Transformationsprozessen, sei es vielleicht in bestimmten Content-Fragen, sei es aber auch in einfach, ich sag mal, dem Behavior der Mitarbeitenden. Genau zu wissen, was gerade los ist, was gerade Punkte sind, die kommunikativ unterwegs sind in meinem Unternehmen und auf diese aktiv einzuwirken. Und das nicht nur bei Gaps festzustellen, wo fehlt vielleicht noch Informationen, wo fehlen Inhalte, wo fehlt meinen Mitarbeitern vielleicht auch einfach nur ein Gefühl für bestimmte Sachen, sondern natürlich auf der anderen Seite auch ganz, ganz aktiv meine Mitarbeitenden dahin zu bewegen, vielleicht noch aktiver zu werden, meine Mitarbeitenden durch bestimmte Kampagnen oder Ähnliches dazu zu bewegen, noch intensiver an der internen Kommunikation teilzunehmen. Und wenn wir das geschafft haben, also von dem bloßen Erreichen über das ihnen die Möglichkeit zu geben, den Raum zu geben, an allem teilzunehmen, hin zu der aktiven Steuerung dieses ganzen Konstrukts, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir als Halo sagen, dann haben wir genau den Punkt erreicht, um meine ja jetzt super engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aktiv als genau diese auch zu benutzen. Und benutzen klingt total blöd, aber genau darum geht es ja. Ne? An der Stelle wechseln wir von der internen Kommunikation in eine externe Kommunikation. Und warum das so ist, denke ich, zeigen uns die nächsten zwei Slides. Nämlich zu sagen, ich erreiche, ich verstehe und ich begeistere. Das sind so unsere ersten Schritte. Und ich generiere damit etwas. Und das ist das, was wir hier auf diesem Slide draufstehen haben. Ich generiere damit eine intrinsische Motivation. Was hier hintersteckt, ist, denke ich, tatsächlich gar nicht der Riesenrede wert, weil jeder sofort versteht, warum das so ist. Jeder Mitarbeitende, der seinen Job gerne macht, jeder Mitarbeitende, der ein super Team hat, mit dem es ganz, ganz tolle Stories und Abenteuer durchlebt, jeder Mitarbeitende, der tatsächlich für das lebt, für das, was er tut. Jeder Mitarbeitende, der gerne auf Arbeit geht, jeder Mitarbeitende, der an irgendwas mitwirkt, was Bedeutung hat. Ich könnte noch 1000 solcher Beispiele aufstellen. Jeder dieser Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat eine intrinsische Motivation, genau darüber zu berichten. Und an der Stelle wechseln wir von, was habe ich eigentlich erreicht mit meiner internen Kommunikation? Und wie kann ich es jetzt nutzen? Nämlich, indem ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeitenden die Möglichkeit gebe, das Ganze auch extern zu teilen. Die intrinsische Motivation ist also so ein relativ mächtiger Begriff, der aber letztendlich was ausdrückt. Nämlich, wenn ich die ersten Teile nicht richtig gemacht habe und wenn ich bei den ersten Teilen vielleicht noch nicht weit genug bin und wenn meine Mitarbeitenden eben noch nicht komplett dabei sind, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich
dass vielleicht auch mein Advocacy-Programm tatsächlich ein bisschen stockender in Lauf kommt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man natürlich vielleicht das ein oder andere auch noch nachholen muss. Auf der anderen Seite geht es natürlich darum, genau das auch festzustellen und zu sagen, was brauchen wir eigentlich? Das ist also der eine Teil, intrinsische Motivation. Ein Mitarbeiter, der sich wohlfühlt in dem, was er tut und in dem, wo er arbeitet und in dem, was er macht und unter den Menschen, unter denen er ist, der ist bereit, in der Regel sowas zu tun. Der zweite Teil ist natürlich, und damit kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu dem praktischen Doing, wie man das überhaupt macht. Ich muss natürlich dann auch irgendwie die Gegebenheiten dafür schaffen. Ich muss also sehr praktisch meinen Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, externe Kommunikation zu leben. Und das gucken wir uns gleich mal an. Interne Kommunikation, und das vielleicht als kleiner Abschluss dieses Blockes hier, ist also mindestens eine Grundlage dafür, dass wir ja in unserem Titel geschrieben hatten, wir wollen interne und externe Kommunikation verheiraten. Wir haben wieder so einen gewissen technischen Aspekt, zu dem kommen wir gleich. Ne? Wie sieht eine praktische Doing aus? Das muss natürlich einfach sein und ich muss natürlich gewisse Gegebenheiten schaffen, um meine Mitarbeitenden dazu zu befähigen, interne Kommunikation auch extern zu nutzen. Auf der anderen Seite, und das ist aber der viel mächtigere Part, haben wir natürlich einen vor allem sehr, sehr weichen Part, zu sagen, nur die Mitarbeiter, die hinter dem stehen, was sie machen, tagtäglich werden tatsächlich auch in die Kommunikation treten. Und da sind wir wieder bei einem sehr, sehr individuellen und bei einer sehr, sehr individuellen Entscheidung. Der Mitarbeiter, der sich nicht wohlfühlt, wird in der Regel nicht der Kommunikator des Unternehmens werden, sondern es sind die anderen. Es sind all diejenigen, die sich gehört fühlen, die sich verstanden fühlen und die tatsächlich von sich aus bereit sind zu kommunizieren. Wir würden an der Stelle gerne mal schnell zwischenfragen. Wie sieht das bei euch aus? Denkt ihr, ihr seid schon soweit? Würden eure Mitarbeiter schon Unternehmensinhalte teilen, in ihren Netzwerken extern teilen? Gebt uns mal ein Feeling. Sehr schön. Ja, das sind doch Werte, die ich total gerne lese. Wir lesen hier auf jeden Fall über 40%. Das arbeitet noch so ein bisschen hin und her, aber über 40%, die sagen auf jeden Fall, würden unsere Mitarbeiter das schon machen. Weitere ungefähr genau gleich großer Anteil jetzt gerade, auch 43% sagen, wir arbeiten da gerade dran. Nur 13%, die sagen, oh, eher gerade noch nicht. Das ist natürlich ein Prozess. Ne? Das hat ja auch unsere Treppe gerade so ein bisschen dargelegt. Das ist was, woran man natürlich permanent arbeiten muss. Ne? Und im Zweifel reicht es auch schon, vielleicht aus in gewissen Bereichen damit anzufangen. Und da sind wir vielleicht wieder in diesem Advocacy-Teil zu tragen. Ne? Wenn viele Unternehmen tatsächlich schon eher in der Brand unterwegs sind, also in ihrer Marke, in all dem, was eher Marketing vertreten ist, dann ist das ein Case oder ein Bereich des Advocacy. Jeder, der sich für Social Selling beispielsweise noch nicht bereit fühlt oder wo die Teams vielleicht auch noch nicht so weit sind, sei es, das liegt an den Produkten, sei es, das liegt an vielleicht auch Grundlagen, die dafür so notwendig sind, sind das natürlich vielleicht auch unterschiedliche Bereiche. Die Zahl steigt weiter. Ich freue mich, dass die meisten sagen, auf jeden Fall. Ich versuche mal, auch mit Blick Richtung Lisa, mal schnell zu gucken, was vielleicht Fragen zu diesem Blog waren. Dann würde mal den Chat kurz überfliegen, bevor wir gleich noch... Genau, das kam jetzt gerade in dem... Soll ich? Ja. Ich kam jetzt gerade in dem Moment... von Anja eine Frage. Wie wichtig ist es, dass die oberste Führungsebene mit gutem Beispiel vorangeht und Social Media bereits aktiv für die Kommunikation nutzt? In meinen Augen ist das überhaupt nicht wichtig. Wenn wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit gucken, dann ist es in der Regel so gewesen, dass es relativ wenige Köpfe in Unternehmen waren, die eine Außenwirkung hatten. Und das waren in der Regel irgendwie Führungskräfte oder der CEO oder der whoever. Ich glaube, das ist eher so ein gemachtes Bild. Wir haben ja vorhin gelernt, dass Advocacy ein sehr, sehr individuelles, vor allem aber sehr authentisches Thema ist. Dann ist es in meinen Augen absolut vertretbar,
wenn die ganze Company Advocacy nutzt und mit großer, breiter Brust in jedem Medium, was es auf dieser Welt gibt, vertreten ist und der CEO überhaupt nicht. Wenn der CEO das nicht möchte, nicht kann, nicht will, dann ist das eine absolut individuelle Entscheidung von ihm selbst. Und das ist ja, hatten wir ja jetzt gerade jetzt schon relativ oft hergeleitet, das ist ja die Grundlage oder das ist ja die Grundidee, dass das jeder für sich selbst entscheidet, dann ist das für mich sauber. Ich glaube also, es braucht natürlich gewisse Köpfe, die so ein Programm erstmal erarbeiten und die, ich zeige euch gleich auch, wie das im Zweifel abläuft, wie das praktisch funktioniert. Sowas zu durchdenken und mal vorher zu definieren, ist der eine Punkt. Ich brauche natürlich auch die IK, welche Inhalte erstellt und ich brauche im Zweifel natürlich auch eine Idee davon, was für Inhalte das sind, die ich so kommunizieren möchte. Das sind alles Geschichten, wo ich sage, dort brauchen wir vielleicht auch die Führungskräfte. Wir brauchen die auch für die interne Motivation, zu sagen, Leute, das gibt es ab jetzt. Oder beispielsweise, um im HR-Case zu sein, wenn ihr neue Mitarbeiter organisiert, weil wir finden die nun mal als Unternehmen viel schlechter als ihr vielleicht in euren Netzwerken, dann gibt es dafür ein Bonusprogramm beispielsweise. Ne? Für jeden Mitarbeiter, den wir einstellen, aufgrund eurer Empfehlungen, gibt es in vielen Unternehmen heutzutage Geld, gibt es bestimmte Boni, gibt es wie auch immer. Ja, an solchen Stellen brauchen wir natürlich Management Attention und an solchen Stellen brauchen wir auch die Ideen und natürlich für die Durch- und Umsetzung die Management Attention. Für den Social Media Kanal braucht man die nicht unbedingt. Dort ist es für mich völlig fein zu sagen, das ist eigentlich egal, ob der CEO oder CMO oder wer auch immer, ob der das aktiv tut. Wenn ich das persönlich möchte, dann braucht es dafür eigentlich niemand anders um mich herum, solange mir meine Company dafür quasi den Weg ebnet. Gerne, das war meine Meinung. Gerne natürlich, wenn da jemand anderer Meinung ist, werft uns das auch mal in den Chat. Ich finde es immer super spannend, über sowas auch zu diskutieren. Ich würde euch aber dennoch schon mal noch einführen in die Welt des, wie geht das? Weil das ist natürlich ein relativ entscheidender Punkt. Und wir haben auch nachher noch mal auf jeden Fall ein bisschen Zeit, da vielleicht noch ein bisschen länger drauf rum zu diskutieren. Wie funktioniert Employee Advocacy? Ihr werdet merken, das geht schnell, weil das muss die Idee sein. Ich habe das vorhin schon vorweggenommen, wenn sowas nicht einfach funktioniert, dann wird es vermutlich nicht funktionieren. Wenn ich daraus einen Riesenprozess mache und ich kann mich an meine ersten Arbeitsstationen erinnern, als damals der Twitter-Kanal noch super neu war und die ersten Unternehmen sich dran gemacht haben, jetzt zu überlegen, wie sie denn am ehesten und super schön twittern können. Und wir wirklich Cases hatten mit Kunden, die teilweise über eine Woche gebraucht haben, um darüber abzustimmen, ob ein Tweet nun gesendet werden darf oder nicht. Und durch 27 Hände und Augenpaare gegangen ist, bis er auch bis zum letzten Detail und bis zum letzten Hashtag freigegeben wurde. Letztendlich war das Thema verpufft, weil eine Woche, um über ein Tweet zu entscheiden, natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ähnlich ist es hier. Advocacy muss natürlich einem gewissen Plan folgen. Advocacy muss natürlich einer Idee folgen, wo und wie kommen eigentlich Inhalte zusammen. Aber letztendlich muss es dann ein einfacher Prozess sein. Wir haben ja mal sehr, sehr symbolisch gesagt, Advocacy kann aus ganz, ganz vielen Tools entstehen. Ne? Egal, ob das CMS sind, ob das CRM-Systeme sind, ob das Intranet sind. Das ist völlig egal, wo Informationen herkommen können. Mit unserem Halo Share, und das ist unser Advocacy-Tool, geht es darum, dass Inhalte tatsächlich in einen Feed gegeben werden. Dieser Feed ist für unsere Mitarbeitenden erreichbar. Das bedeutet, jemand, der dafür verantwortlich ist, egal ob es die Marketingabteilung ist für die Brandgeschichten, ob es die HR-Abteilung für gegebenenfalls das Thema Nachwuchsgewinnung ist oder wer auch immer, ob es das Sales-Team ist mit allem, was Social Selling angeht. Es geht darum, dass Inhalte freigegeben werden. Und dass die Mitarbeitenden einen Kanal haben, in dem sie diese Inhalte finden. Wichtiger Aspekt also, Advocacy arbeitet mit Inhalten und mit Content, der in irgendeiner Art und Weise freigegeben und geprüft ist. Und es geht also ganz, und das ist ein wichtiger Aspekt, es geht darum, dass es freigegebene Kommunikation ist. Und dass es Inhalte sind, die auch für die Außenwelt gedacht sind. Und hier gebe ich natürlich zu bedenken, es muss geprüft sein, ob man mit Themen rausgeht oder eben auch nicht.
Der zweite Teil ist super einfach. Ne? Die Mitarbeitenden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kriegen tatsächlich eine Information, hey, da ist was Neues. Und die nutzen diese Schnipsel super einfach und verteilen die. Die Plattform, unser Hello Share beispielsweise, aber auch andere, geben die Möglichkeit, einfach genau diese Inhaltsschnipsel so zu nehmen, wie sie sind. Die sind in der Regel vorbereitet für die unterschiedlichen Kanäle, können individualisiert werden, was vielleicht die letzte Message angeht. Aber die verteilen die jetzt in ihre Kanäle. Die Inhalte erreichen das Netzwerk der Mitarbeitenden. Ne? Wichtiger Punkt, haben wir vorhin gelernt. Es geht nicht darum, dass nur die Follower des Unternehmensaccounts, sondern meine Follower, meine Fans, meine Connections auf meinem Kanal sind diejenigen, die von mir die Inhalte kriegen, weil ich sie ja dort teile. Die Inhalte werden jetzt in irgendeiner Art und Weise konsumiert, geklickt, geliked, kommentiert, whatever, was auch immer die Intention des Inhalts war. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der natürlich zu Advocacy beiträgt, zu sagen, alles, was mit diesen Inhalten passiert, und dabei reden wir nicht nur über die Raten im Sinne von, wie viele Mitarbeiter haben geteilt und wie oft wurde ein bestimmtes Content-Element geteilt, sondern auch alles, was in den Kanälen damit passiert, wird natürlich analysiert und gemessen. Genau das ist die Idee dahinter. Wie viele Likes, wie viele Klicks, wie lange wurde sich ein Video angeschaut, wie oft wurde es vielleicht nochmal weiterverteilt, um die erste Ebene zu verlassen. Das sind alles Daten, die natürlich wieder zurückfließen in die Plattform, um hier letztendlich natürlich zu schauen, was passiert eigentlich damit? Und letztendlich natürlich auch daraus sowas wie ein Advocacy Score zu generieren. Und dabei reden wir nicht nur über bestimmte Gamification-Elemente, zu sagen, es gibt bestimmte Leaderboards, wer, wie, was, wie oft, welche Contents, welche Teilnehmer, welche Mitarbeiterinnen, wie auch immer, sondern natürlich auch für die Firma allgemein betreffend. All das wird ausgewertet und das wird es aus einem bestimmten Grund. Durch diesen einfachen Prozess zu laufen, für die Mitarbeitenden super einfach zu teilen, aber natürlich auch der Rest, der hintenrum einfach passiert, folgt natürlich der Idee, dass das Ganze super variabel, super transparent und super messbar sein soll, um damit natürlich im Zweifel auch in irgendeiner Art und Weise kommunikatorische Ziele zu erreichen. Ich muss ein bisschen schneller reden, weil ich glaube, unsere Zeit rennt davon. Lisa nickt schon. Deshalb gehe ich jetzt schon gar nicht mehr auf jede Zahl vielleicht ein. Faktisch ist es so, dass wir mit dem Thema Advocacy, und damit bin ich in der unteren Zeile, tatsächlich nicht nur das Thema Reichweite betrachten, sondern vor allem Geld. Es geht darum, dass interne Kommunikation, in dem Moment, wo ich sie externisiere, tatsächlich nicht nur messbar wird, sondern tatsächlich auch Geld spart. Weil wir aufgrund dieser viel größeren Reichweite und der authentischeren Reichweite über unsere Mitarbeitenden natürlich gegen Werbeausgaben betteln. Wir können halt deutlich weniger Ads und bezahlten Content schalten. Und weil wir eine Reichweite generieren, die wir vorher weder mit unseren Unternehmensaccounts noch mit dem bezahlten Content erreicht haben. Und wir schaffen es dadurch natürlich auch, eine ROI-Berechnung durchzuführen. Dazu aber gerne mal mehr. Dafür machen wir bestimmt mal eine Extra-Session, weil wir können für jeden Kunden den ROI berechnen und wir können tatsächlich auch sogar gewisse wirklich vorberechnete Einsparungen schon angeben, auf die wir uns teilweise sogar festlegen lassen, weil wir in unserer Plattform genau diese Werte von vorne bis hinten super berechnen können. Damit gebe ich noch mal kurz zu Lisa und gucke mal in den Chat, was damit gerade so passiert ist. Genau, wir haben zwei Fragen noch bekommen. Die würde ich aber ganz kurz ans Ende stellen, weil ich jetzt nur noch zwei Folien habe. Ich würde euch nämlich ganz gerne noch mal quasi anhand von zwei Kunden beweisen, dass das stimmt, was wir euch hier erzählen. Vodafone hat sogar mehr als 300% Return on Invest generieren können, nämlich 321%. Vodafone Spanien ist nämlich unser Kunde im Bereich Employee Advocacy. Und was wir besonders cool fanden, war, als die zu uns gekommen sind und uns erzählt haben, dass tatsächlich die Konkurrenz auf sie zugekommen ist und gefragt hat, wie sie das denn bitteschön machen, dass auf LinkedIn gerade so viel Content verteilt wird von Vodafone Spanien. Und ich glaube, wie Roberto das hier schon sagt, das ist mit das beste Feedback, was man in dem Bereich überhaupt bekommen kann, wenn sogar die Konkurrenz das schon merkt und wahrscheinlich auch ein bisschen ins Schwitzen kommt. Was auch noch erstaunlich war bei Vodafone oder erwähnenswert auf jeden Fall, ist, dass 75% der Nutzerinnen Inhalte aktiv geteilt haben. Das heißt, die sind wirklich auch auf die Plattform gegangen und haben
nicht nur Content nach außen geteilt, sondern auch intern vorgeschlagen. Also Content vorgeschlagen, der dann entsprechend von anderen geteilt werden kann. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Story. Und dann haben wir auch noch Coca-Cola als Kunden. Die haben 4 Millionen Menschen in weniger als einem Jahr erreicht durch Employee Advocacy. Also all diese Zahlen, wie Jörg schon gesagt hat, die könnt ihr dann tatsächlich auch direkt im Tool nachmessen. Und was wahrscheinlich auch noch besonders erwähnenswert ist, ist, dass 100.000 US-Dollar eingespart wurden in 8 Monaten. Und das rechnen wir hier nicht nur über die Reichweite, sondern vor allem auch über die Klicks, die generiert wurden. 94% User Engagement Rate spricht natürlich auch dafür, dass da auf jeden Fall Bedarf ist und dass die Mitarbeitenden super gerne die Inhalte auch wirklich dann teilen, die ihnen vorgeschlagen werden. Genau, ich glaube, Jenny hat die Success Stories auch parallel nochmal gepostet. Das heißt, ihr könnt das gerne auch nochmal nachlesen, wie Vodafone und Coca-Cola das bei sich direkt im Unternehmen eingeführt haben und wie die das Ganze vor allem auch gestartet haben. Ich glaube, da ist vor allem für viele noch ein großes Fragezeichen oder eine Herausforderung. Wenn das so ist, dann könnt ihr aber auch über den QR-Code, den ihr jetzt hier unten links bei Book a Call seht, einen kurzen Termin mit uns buchen. Das sind 20 Minuten. Jörg hat gesagt, ich soll unbedingt auch vorschlagen, dass ihr einfach so mit ihm quatschen könnt, aber ihr könnt natürlich auch super gerne mit uns über das Thema Employee Advocacy sprechen. Das heißt, wir können euch gerne Impulse mitgeben, wie ihr das Thema bei euch intern aufbereiten könnt, vielleicht ein paar Workshop-Formate, wie ihr andere im Unternehmen auch mit einbeziehen könnt, etc. Zudem können wir uns natürlich super gerne auch über LinkedIn vernetzen, also kontaktiert uns da auch gerne. Und rechts haben wir auch noch 3 QR-Codes für euch bereit oder vorbereitet, nämlich zu unseren E-Books zum Thema Employee Advocacy und auch zum Thema, das ist das zweite, was ihr in der Mitte seht, zum Thema Social Selling. Also die könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen. Ihr bekommt ja aber die Präsentation im Nachgang auch noch. Das heißt, ihr könnt die dann später eben entsprechend auch noch abscannen. Genau, dann sind wir schon am Ende. Ich weiß nicht, ob wir Jörg verloren haben. Jörg, bist du noch da? Bei mir bist du eingefroren. Nein, ich bin da. Also ich hoffe, man hört mich noch. Perfekt. Ja, wir hören dich noch. Dann würde ich jetzt nämlich sagen, nutzen wir die letzten 3 Minuten, die wir noch haben. Die Zeit ging doch wieder super schnell vorbei für die Fragen, die hier noch reingekommen sind. Das ist nämlich einmal die Frage von Ellen. Wie können die Inhalte authentisch bleiben und dennoch so wie abgestimmt? Wenn alle Mitarbeiter den gleichen Content posten, geht Ersteres verloren. Wenn sie zu stark eigene Messages unterbringen, kann es dem Abgestimmten gegenlaufen. Ich weiß nicht, Jörg, ob du da ein Beispiel aus der Praxis hast. Ansonsten würde ich einfach erzählen, wie wir das bei Halo bei uns machen. Ja, mein Beispiel wäre das Gleiche. Die Variation im Zweifel. Genau, also vielleicht zum Ersten, wie das authentisch bleiben kann und dass nicht alle das Gleiche posten. Man kann pro Kanal, den man vorschlägt, also man muss sich das so vorstellen, ich habe einen bestimmten Inhalt, das kann ein Blogartikel sein, das kann ein Video sein, das kann ein Link sein, kann ein Event sein, alles Mögliche. Das poste ich dann in die Plattform und kann dann entsprechend die Kanäle aussuchen, auf denen die Mitarbeitenden das teilen können. Was ich dann dazu noch bereitstellen kann, sind verschiedene Textvorlagen. Also es ist nicht immer der gleiche Text, pro Kanal, den ich dort zur Verfügung stellen kann, sondern ich kann sagen, okay, ich möchte jetzt für LinkedIn 4 verschiedene Textvorlagen zur Verfügung stellen, eben damit diese entsprechende Variation auch gegeben ist. Und gleichzeitig können die Mitarbeitenden natürlich auch die Texte anpassen. Genau, also das heißt, sie können dann auch eine eigene Botschaft zum Beispiel mit reinbringen. Ich glaube, es gibt keine Garantie darauf, dass das dann noch zu 100% so ist, wie man sich das aus der im Kommunikation, Marketing etc. vorstellt. Aber ich glaube, darum geht es auch ein bisschen, dass man den eigenen Mitarbeitenden dann auch einfach vertraut. Und ich würde auch mal in den Raum stellen, dass sie etwas nicht teilen würden, wenn sie nicht auch sich mit dem Thema identifizieren können. Und vielleicht ist es ja gerade dann auch vom Vorteil, wenn sie eine eigene Message da noch mit reinbringen. Ich hoffe, das hat das einigermaßen beantwortet. Ansonsten kannst du, wie gesagt, auch gerne einen Termin buchen. Dann können wir da nochmal tiefer einsteigen und uns das nochmal genauer anschauen.
Genau, ich würde vielleicht kurz auf die Frage von Anna eingehen und dort die von Anja auch gleich mit reinschließen. Also in der Praxis braucht es nicht zwingend schon ein informationsführendes Tool, sondern es ist auch tatsächlich möglich, Informationen nur in unser Hello Share beispielsweise, in das Advocacy Tool zu geben. Dort ist die Stelle, von wo ausgeteilt werden kann. Wir folgen natürlich einer integrativen Idee, ne? Bei uns wird das natürlich alles zusammengehören. Und natürlich, erst recht deshalb, weil wir ja sagen, interne und externe Kommunikation verheiraten, macht es natürlich Sinn, zu sagen, bestimmte Inhalte von denen, die ich für intern schon ausgearbeitet habe, sind extern teilbar. Das müssen nicht alle sein, aber bestimmte davon. Und für die, die extern teilbar sind, gebe ich dann diese Kanäle bereit. Der Freigabeprozess, und damit springe ich auch so ein bisschen Richtung Anjas Frage, auch obwohl die in beiden steckt. Der Freigabeprozess ist dabei ein super einfacher. Das durchläuft, das kann man vorher festlegen, das durchläuft einfach ein Mini-Workflow zu sagen, jeder Inhalt, der für externes Sharen freigegeben werden soll, wird einmal noch von einem Verantwortlichen gegengelesen, von einem Verantwortlichen geprüft oder wie auch immer. Und der setzt ein Häkchen im Sinne von, ja, passt für mich oder nein, nochmal kurz zurück, bitte dort nochmal nacharbeiten oder wie auch immer. Rein technisch also ein sehr einfacher Prozess. Rein organisatorisch muss man natürlich ein Stück weit kurz definieren, okay, wer sind denn irgendwie vielleicht diese zwei, drei, vier Mann, die dafür verantwortlich sind, Inhalte nochmal gegenzuchecken. Wir haben aber auch Kunden, die tatsächlich ihre Mitarbeitenden dazu befähigen, dass die selber Inhalte reinschmeißen, dass die selber für Inhalte sorgen können, auch da ohne jegliche Prozesse. Gibt es natürlich unterschiedlichste Ansätze, wie man sowas fahren kann. Also von daher keine Riesenressource, sondern das gehört in meinen Augen in die Hände, die es eh schon in der Hand haben. Und genau diejenigen, die für bestimmte kommunikatorische Aufgaben zuständig sind, sollten dann gegebenenfalls auch diejenigen sein, die das Häkchen setzen und sagen, ja, hey, passt für mich, und ist freigegeben für den Rest der Company. Ansonsten gerne nochmal 20 Minuten Call, ne? Anna, ich zeig dir gerne das Tool auch mal. Das ist leicht. Wenn du Lust hast, dann buch dir kurz 20 Minuten uns, dann zeige ich dir mal, wie es ganz praktisch aussieht. Und dann kannst du dir das mal angucken. Super, ich glaube, dann haben wir auch alle Fragen beantwortet. Dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich gebe noch mal schnell zurück zu Jenny. Perfekt. Ja, mega, ihr beiden. Fast eine Punktlandung gemacht. Richtig, richtig gut. Ich sehe auch schon, dass uns ein paar verlassen. Wir sind schon bei 11:47 Uhr. Ich danke euch. Es war richtig cool. Ich glaube, das war ganz viel Input für alle Beteiligten. Und deswegen, wie ihr gesagt habt, es gibt alles nochmal im Nachgang, die Aufzeichnung, die Präsentation, die ganzen Inhalte, QR-Codes, alles. Wir lassen euch da nicht alleine und bucht einen Call mit Jörg. Nee, danke, danke, danke. Und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und einen schönen Resttag. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.